In diesem Video zeige ich dir, wie du Barney Ross, gespielt von Sylvester Stallone aus dem Film The Expendables, ganz einfach in Ghost Recon Breakpoint nachbauen kannst. Viel Spaß! Ich werde ab jetzt jeden Montag einen solchen Outfit-Guide veröffentlichen. Abonnier am besten meinen Kanal, damit du keines dieser Videos verpasst und gib dem Video einen Daumen hoch, damit ich sehe, dass dir dieses Format gefällt. Vielen Dank! Schritt 1. Die Haare und das Gesicht. Da Barney Ross, wie eingangs erwähnt, von keinem anderen als Sylvester Stallone himself gespielt wird, ist das Geschlecht natürlich männlich hoch 3, mindestens. Das Gesicht ist das generische Gesicht, das hat zwar hier eine Narbe auf der Wange, aber, und das werdet ihr hier in diesem Video noch öfters hören, nobody's perfect. Augenfarbe ist braun, als Haare nehmt ihr kurz C, und zwar deshalb, damit hier noch genügend Haare übrig sind, die unter dem Beret hindurch scheinen können. Als Bart nehmt ihr entweder keinen Schnurrbart oder Schnurrbart B, wenn ihr den bevorzugt. Ich persönlich finde, der sieht cooler aus als ohne, deshalb nehme ich den. Haarfarbe dunkel. Punkt. Schritt 2. Details und Farben. Gesichtsdetails, Gesichtsbemalung, Tattoos linker Arm, Tattoos rechter Arm, einfach alles leer lassen. Barney Ross hat zwar ein Tattoo, das über beide Schultern bis zu den Oberarmen reicht, aber keines der Tattoos im Breakpoint kommt dem auch nur nahe vom Aussehen her. Deshalb einfach leer lassen, man sieht sowieso nicht mehr unter der Kleidung. Schritt 3. Die Ausstattung. Als Kopfschutz nehmt ihr das Militärberet, das hat auch den Vorteil, dass ihr den Patch noch seht, den ihr ausgewählt habt, oder ihr nehmt das Standardberet, das bleibt euch überlassen, welche Variante euch besser gefällt. Mir gefällt die Variante mit Militärberet besser, deshalb wähle ich die aus. Als Weste nehmt ihr die Gefechtsweste. Barney Ross hat zwar im Film eine Blackhawk-Weste an, aber die beiden Blackhawk-Westen, die es hier im Spiel gibt, sehen nicht wirklich so aus wie die, die ihr im Film trägt. Da kommt die Gefechtsweste dem schon um einiges näher. Leider kann man die Taschen an der Weste nicht entfernen, aber hey, wie gesagt, nobody's perfect. Das gleiche trifft auch wieder auf die Handschuhe zu, denn Barney Ross hat leider nur an der rechten Hand einen fingerlosen Handschuh und an der linken Hand irgend so ein Ledergeschwurbel. Und ja, es gibt im Spiel leider keinen fingerlosen Handschuh, der dem einen Handschuh, den er trägt, irgendwie nahe kommt. Ich finde, das nächste, was wir hier haben, sind die fingerlosen Handschuhe. Nicht perfekt, aber ihr wisst ja schon, nobody's perfect. Als Hose nehmt ihr einfach die Cargohose in Schwarz. Bei den Schuhen habt ihr wieder zwei Optionen. Entweder nehmt ihr die verstärkten Stiefel oder ihr nehmt die Ranger-Stiefel, je nachdem, was euch am besten gefällt. Schritt 4. Zubehör. Als Headset könnt ihr den Ohrstecker nehmen. Das ist zwar auch wieder mal nicht wirklich hundertprozentig korrekt, weil Barney Ross im Film ein sogenanntes Kehlkopfsprechgerät oder Kehlkopffunkgerät benutzt, aber es bleibt euch überlassen, ob ihr den Ohrstecker nehmt oder einfach das Ganze leer lasst. Bei den Oberteilen habt ihr wieder mal zwei Möglichkeiten, und zwar nehmt ihr entweder das Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln oder wenn euch Teil 1 von The Expendables mehr zusagt, nehmt ihr einfach das schwarze T-Shirt. Ich finde das mit den hochgekrempelten Ärmeln geiler, deshalb nehme ich das. Brille, Rucksack, Masken und Nachtsichtgerät lasst ihr einfach leer. Bei den Aufnähern könnt ihr eigentlich schon fast nehmen, was ihr wollt, denn es gibt hier auch wieder mal keinen Aufnäher, der dem The Expendables Aufnäher auch nur nahe kommt. Was für ein Messer für den Nahkampf ihr auswählt, das bleibt im Prinzip euch überlassen, denn man sieht es im Spiel sowieso nur, wenn man Nahkampfangriff macht und ja, ist nicht so relevant. Ich persönlich mag die gezackte Klinge, ihr könnt nehmen, was ihr mögt. Schritt 5. Die Bewaffnung. Leider gibt es die Noveske Diplomat, die im Film verwendet wird, nicht in Ghost Recon Breakpoint. Aber wenn ihr eine 5.16 nehmt, einen kurzen Lauf drauf packt, Standardmagazin, einen 5.56 Control Shield, Laufabdeckung nix drauf, Visier, Comp M4, einen ARM Schaft und einen vertikalen Handgriff RU nehmt, dann kommt das vom Aussehen her dieser Noveske Diplomat schon recht nahe, finde ich. Bei der Pistole habt ihr im Prinzip auch die freie Auswahl, denn Barney Ross benutzt im Film so ziemlich jede Pistole, die ich kenne. ja, aber eine von denen wäre eine Beretta 92 FS oder so. Dem kommt die M9 mit Standardlauf und ohne Laser am nächsten.
Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal und teilt das Video vor allem. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, wie ich gehört habe. Und kommentiert mir mal eure Wünsche für weitere Videos dieser Art. Und ja, dann freue ich mich aufs nächste Video und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.